Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Grüß Gott, liebe Parteifreunde. Und mich freut es ganz besonders, dass sehr viele Nicht-AfDler heute den Weg hierher gefunden haben und das trotz dem, was sich hier vor dem Hause, vielen Dank, abgespielt hat. Die Pseudodemokraten, wie ich sie immer zu nennen pflege, die dann überzeugte Demokraten sind, wenn man ihrer Meinung ist, aber sobald man dann eine andere Auffassung vertritt, wird man dann wahlweise zum Rechtsradikalen, zum Nazi oder zum Fremdenfeind abgestempelt. Und wie diese Personen agieren, konnten Sie ja heute live miterleben. Von daher ist es mutig, dass Sie sich dem entgegengestellt haben, dass Sie sich trotzdem getraut haben, hierher zu kommen. Und das freut mich, wie gesagt, ganz besonders. Das Thema innere Sicherheit hat für jeden von uns ganz unmittelbare Auswirkungen. Und ich denke, es ist auch wirklich an der Zeit, dass mal das mediale Bild, das aus meiner Sicht doch stark auf Relativierung, auf Verharmlosung setzt, mal zu korrigieren. Und insofern verstehe ich meinen Beitrag heute in gewisser Weise als einen Aufklärungsbeitrag, um Ihnen mal zu zeigen, wie denn die innere Sicherheitslage sich tatsächlich darstellt. All die Fakten, die ich Ihnen heute nennen werde, können Sie alle nachrecherchieren. Ich werde Ihnen heute nichts Geheimes erzählen, insbesondere die Zahlen zur Flüchtlingskriminalität, auf die ich dann noch eingehen werde, können Sie ganz einfach der Statistik des Bundeskriminalamtes entnehmen, und zwar der polizeilichen Kriminalstatistik. Sie können für die, die im Nachgang sich das anschauen wollen, jederzeit bei Google BKA für Bundeskriminalamt und PKS für polizeiliche Kriminalstatistik eingeben, und dann werden Sie fündig werden. Sie kommen dann auf eine Auswahlseite, wo Sie die Jahre auswählen können, und dann gehen Sie auf das Jahr 2016, und wenn Sie dort komprimierte Daten haben wollen, dann klicken Sie einfach auf den sogenannten IMK-Bericht, das ist der Innenministerkonferenzbericht. Dort sind im Wesentlichen die Zahlen komprimiert zusammengefasst, was die Flüchtlingskriminalität angeht, auf Seite 74 fortfolgende. Ja. Normalerweise, wenn ich meinen Vortrag zur inneren Sicherheit halte, dann habe ich da ein wesentlich größeres Zeitbudget. Ich bin deshalb von daher heute ein bisschen limitiert, werde mich deshalb nur auf die wesentlichen Themen beschränken und möchte auch gleich einsteigen mit dem islamistischen Terrorismus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass sich ganz Europa und auch Deutschland im Würgegriff dieses islamistischen Terrorismus befindet. Die Terroranschläge der letzten Monate und Jahre legen davon eindrucksvoll Zeugnis ab. Und auch Deutschland hat ja bereits zwei Terroranschläge hinnehmen müssen. Einmal ganz aktuell jetzt der in Hamburg mit einem Toten und mehreren Schwerverletzten. Und dann hatten wir auch letztes Jahr diesen großen Anschlag mit dem LKW auf dem Breitscheidplatz in Berlin mit 12 Toten und über 50 zum Teil Schwerverletzten. Und zu diesem Anschlag muss ich doch eines sagen: Wenn das erste in diesem Land, was die Angehörigen dieser Opfer vom Breitscheidplatz bekommen, eine Zahlungsaufforderung ist, in der sie die Autopsiekosten ihrer Angehörigen bezahlen sollen, und man in diesem Schreiben gleich damit droht, im Nichtbezahlungsfalle ein Inkasso-Unternehmen zu beauftragen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann muss ich das ganz deutlich als das darstellen, was es ist. Dann ist das eine Schande für dieses Land. Wenn Sie sich anschauen, wie andere Staaten mit Terroropfern umgehen, wie sie derer gedenken, wie hier entsprechende würdevolle Abschiedsveranstaltungen durchgeführt werden, dann meine ich, dass auch bei uns das Mindeste bei einem solchen verheerenden Terrorakt ein Staatsakt gewesen wäre. Die Tatsache, dass erst auf öffentlichen Druck hin es zu einer Schweinegeminute im Deutschen Bundestag gekommen ist, zeigt Ihnen allen doch ganz klar, wo Sie als Bürger in diesem Land für die Parteien, die in Berlin vertreten sind, stehen. Lassen Sie mich zu den Zahlen kommen. Thema Zahlen, ich werde nicht ganz ohne auskommen. Es ist aber nicht entscheidend, dass Sie sich die Zahlen merken, die ich Ihnen heute nenne. Für Sie ist entscheidend, dass Sie die Botschaft mitnehmen, die hinter diesen Zahlen steckt. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viel Islamisten wir derzeit in Deutschland haben, dann haben wir dadurch ganz besorgniserregende Zahlen, nämlich 47.000. Von diesen 47.000 haben wir 10.100 sogenannte Salafisten. Das sind die Hardcore-Islamisten, die unseren Staat und unsere Rechtsordnung ablehnen, die einen islamistischen Staat, ein sogenanntes Kalifat errichten wollen.
und die leben mitten unter uns. Das wirklich Erschreckende an dieser Zahl ist, dass sie sich seit 2013 mehr als verdoppelt hat. Und von denen haben wir dann nochmal 1600 Personen, die dem islamistisch-terroristischen Spektrum zuzuordnen sind. Und dann wird dort nochmal feingliedrig unterschieden, die Gefährder, die dann laut Definition, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie schwere Straftaten, unter anderem Terroranschläge, begehen werden. Die Zahlen sind, wie gesagt, ständig steigend. Die gehen immer weiter hoch und diese Gefährder, die wir jetzt bei roundabout 700 haben, die stellen wirklich eine unmittelbare Gefahr für uns alle dar, weil die jederzeit zuschlagen können. Dazu kommt noch das, was der Malte vorher bereits angesprochen hat. Dadurch, dass wir eine Politik der offenen Grenzen betrieben haben, gelang es natürlich auch einer bestimmten Anzahl von Terroristen in unser Land einzusickern. Und ich bin dann immer wieder erstaunt, wenn dann die Medien jetzt zum Beispiel die Zahl von 60 bekannt geben und wenn man dann sagt, ja, aber wo die meisten davon sich befinden, davon habe dieser Staat keine Ahnung. Wenn Sie also das mal zur Grundlage nehmen, dann ist Ihnen klar, wie hoch die Gefährdungslage ist. Und ich darf mal daran erinnern, dass ein einziger Mann mit einer Kurzfeuerwaffe in München, Sie werden sich an den Amoklauf noch erinnern, eine Stadt an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht hat. Und jetzt können Sie sich leicht vorstellen, was bei einem entsprechend koordinierten Schlag, und wenn es nur die Hälfte wäre, 30 Personen in diesem Land anstellen könnten. Lassen Sie mich noch eine Zahl nennen, nämlich die politisch motivierte Ausländerkriminalität. Die ist von 2015 auf 2016 um 73% gestiegen. Das sind die Kriminalitätsformen, die von ausländischen extremistischen Organisationen wie zum Beispiel der IS oder der PKK betrieben werden. Ganz aktuell deutet die Gefahrenlage darauf hin, ohne sie jetzt verunsichern zu wollen, dass der IS plant, in Europa, vor allem auch in Deutschland, auf Zugstrecken Anschläge zu begehen, weil der IS der Auffassung ist, dass, wenn man Züge entsprechend entgleisen lässt, die Opferzahlen auch entsprechend hoch sind. Und wissen Sie, was wirklich mittlerweile unerträglich ist, ist die Betroffenheitsrhetorik unserer Politiker nach einem solchen Terroranschlag. Da wird im ersten Schritt gesagt, oh, das ist ein ganz schreckliches Ereignis, wir sind von der Brutalität dieser Täter überrascht. Im zweiten Schritt versichert man den Opfern und Angehörigen die Solidarität. Und im dritten Schritt wird dann gesagt, aber wir lassen uns unsere Art zu leben von diesen Terroristen nicht beeinträchtigen und nicht kaputt machen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, den letzten Satz, den muss man als hohle Phrase bezeichnen. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Unser Leben ist nämlich schon längst massiv beeinflusst durch diesen Terror. Wir haben nämlich Veranstaltungen, die wir aufgrund konkreter Terrorwarnungen absagen müssen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das einprägendste Beispiel, die Absage des Fußball-Länderspiels Deutschland, ich glaube Niederlande war der Gegner damals, war kurz nach dem Terroranschlag in Paris, wo man dann gesagt hat, ja, aber das Länderspiel, das ziehen wir jetzt durch, wir lassen unsere Art und Weise zu leben davon nicht beeinträchtigen. Und als dann plötzlich die Terrorhinweise konkret geworden sind, dann hat man gesagt, oh, nee, dann machen wir es jetzt lieber doch nicht. Das ist aber nur ein Beispiel. Wir haben verschiedene andere Beispiele. Es sind Sportradrennen abgesagt worden, zum Beispiel auch Volksfeste, die Sandkerwe in Bamberg als aktuelles Beispiel. Aber nicht nur konkrete Terrorgefahr führt zur Absage solcher Veranstaltungen, sondern die erhöhten Sicherheitsanforderungen, die versetzen die kleinen Vereine in unserem Land nicht mehr in die Lage, finanziell solche Sicherheitsauflagen stemmen zu können. Das heißt, auch dort werden Veranstaltungen abgesagt. Wir haben also ganz konkrete Auswirkungen durch diese Terrorlage auf unsere Bräuche, auf unsere Traditionen, weil solche Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Aber auch Sie persönlich sind natürlich von diesen neuen Sicherheitskonzepten, die jetzt notwendig sind, unmittelbar betroffen. Wenn Sie auf größere Veranstaltungen gehen, dann werden Sie feststellen, dass wir jetzt natürlich Sicherheitsschleusen einrichten müssen, wenn sie verhindern wollen, dass bewaffnete Personen auf dieses Gelände gelangen. Und dann wird ihre Tasche, ihr Rucksack durchsucht und wenn irgendwelche konkreten Umstände vorliegen, werden vielleicht auch sie selbst durchsucht. Also sie werden ganz direkt auch in ihren Grundrechtspositionen durch diese Terrorlage beeinträchtigt. Und wir müssen jetzt, der Malte hat es schon angesprochen, mit Betonpollern zum Schutz vor LKW-Anschlägen auf unseren Volksfesten leben. Wir müssen jetzt mit schwer bewaffneten Polizeibeamten leben, die unsere Feste schützen.
Wir leben also bei weitem nicht mehr so unbeschwert und frei wie früher. Und da muss ja schon die Frage erlaubt sein, was denn besser gewesen wäre. Das, was die AfD von Anfang an gefordert hat, nämlich einen effektiven Grenzschutz, Personen ohne Identitätspapiere nicht in dieses Land zu lassen oder unsere Feste mit diesen Betonpollern und mit schweren Polizeibeamten zu schützen. Und ich für meinen Teil sage Ihnen, dass selbstverständlich mir der Grenzschutz lieber gewesen wäre. Noch kurz eine Zahl, weil ja in der Tat die etablierten Parteien jetzt im Wahlkampf behaupten, Deutschland wäre sicher, es wäre alles toll. Also ich bin jetzt auch in verschiedenen Podiumsdiskussionen drin gewesen. Man glaubt wirklich, sich im falschen Film zu befinden. Das World Economic Forum, das macht jedes Jahr einen Reise- und Tourismusländervergleichsreport, also Bericht im Endeffekt, wo sie unter anderem auch die Sicherheitslage der jeweiligen Länder auf der Welt bewerten. Und da ist Deutschland abgestürzt von Platz 20 auf Platz 51. Um 31 Plätze sind wir jetzt niederer bewertet im Bereich Sicherheit. Das sagt uns doch alles, nämlich dass es beileibe nicht so ist, wie behauptet wird. Wir haben massive Sicherheitseinbußen hinzunehmen. Die Terrorgefahr ist nur ein Bereich. Ich werde nachher noch zu anderen kommen. Und wer ist verantwortlich dafür? Verantwortlich, und zwar politisch und moralisch und angesichts der verheerenden Folgen für uns alle, hoffe ich irgendwann auch mal juristisch, zumindest der ein oder andere, sind natürlich die Altparteien. Warum? Weil sie versagt haben. Sie haben versagt und versagen noch in der Migrationspolitik. Sie haben versagt und versagen noch in der Terrorbekämpfung. In der Migrationspolitik haben sie nicht erst seit dem September 2015 versagt. Und Sie fragen sich jetzt, warum spricht er die ganze Zeit von Migrationspolitik? Warum sagt er nicht Flüchtlingskrise? Ist ganz einfach, weil ich für Klarheit bei den Worten bin. Und ein Flüchtling, der sicheres Territorium erreicht hat, und wir sind nur von sicheren Ländern umgeben, der ist in dem Moment in Sicherheit und ist kein Flüchtling mehr. Wenn er sich entscheidet, dann in das Land weiterzureisen, das die höchsten Sozialstandards bietet und ihm auch zahlt, dann handelt es sich hier nicht mehr um einen Flüchtling, weil er nicht mehr in Gefahr ist, sondern dann handelt es sich um einen Wirtschaftsmigranten. Und deshalb ist es keine Flüchtlingskrise, sondern eine Migrationskrise und muss auch als solches benannt werden. Sie haben nicht erst seit September versagt, Sie haben schon die letzten 30 Jahre in der Migrationspolitik versagt, weil Sie nämlich zugelassen haben, dass sich in unserer Gesellschaft Parallelgesellschaften gebildet haben, die einfach inkompatibel mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mit unserer Rechts- und Werteordnung sind und deshalb natürlich auch einen Nährboden nicht nur für islamistischen Terrorismus darstellen, sondern auch für organisierte Kriminalität und für Gewaltkriminalität. Näheres im Anschluss. Sie haben aber insbesondere versagt, natürlich im September 2015, weil Sie es zugelassen haben, und denken Sie bitte dran, alle Parteien, alle, FDP, Linke, Grüne, alle haben gesagt, jawohl, wir machen die Tore auf, weil Sie es zugelassen haben, dass innerhalb von 40 Tagen nach der Grenzöffnung 409.000 Menschen in unser Land geströmt sind, größtenteils unkontrolliert. Innerhalb der ersten 3 Monate nach Grenzöffnung hatten wir mehr Menschen in unserem Land wie die 10 Jahre zusammengenommen davor. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was da eingeströmt ist. Und weil immer behauptet wird, Sie seien nicht gewarnt gewesen, man habe ja nicht wissen können, was da auf einen zukäme, da muss ich Sie leider enttäuschen. Das würde heute klassisch Fake News genannt. Es gab sehr wohl Warnungen, und zwar schon seit dem Jahr 2011 hat das BKA in seinen Lageberichten auf eine vermehrte Schlepper- und Schleusertätigkeit hingewiesen, und auch die Grenzschutzagentur Frontex, die Ihnen ja bekannt sein dürfte, hat ebenfalls vor diesen Massenbewegungen gewarnt. Also sie wussten alle, worum es geht, und trotzdem hat man unkontrolliert Menschen in dieser Riesenanzahl einströmen lassen, und so kam es dazu, dass weder die genaue Anzahl noch die Identität dieser Personen bekannt gewesen ist und dass das natürlich massive Auswirkungen auf die innere Sicherheit hat. Und davor hat nicht nur die AfD gewarnt, auch die deutschen Sicherheitsbehörden haben gewarnt. Das war klar. Und jetzt ist die Frage, warum hat man denn so reagiert? Warum hat man denn die Grenzen aufgemacht? Also bis zum Jahr 2015 war klar, dass Grenzschutz ein elementarer Auftrag eines Staates ist. Und plötzlich wird so etwas gänzlich in Frage gestellt und eine gesamte Grenze aufgegeben mit der Begründung, ja, Grenzen ließen sich nicht schützen. Nun ist es so, wenn man selber meint, dass eine Grenze nicht zu schützen ist,
dann heißt das nicht, dass Grenzschutz nicht möglich ist. Man hat nur keine Ahnung von Grenzschutz. Es ist natürlich möglich, dass Sie Grenzen schützen können. Schauen Sie sich die Länder dieser Welt an. Jeder kann, wenn er will, seine Grenzen schützen. Man muss nur diejenigen fragen, deren Geschäft das ist, die sich damit auskennen. Und dann kann man auch die Grenze effektiv schützen. Das wusste natürlich auch unsere Politik, sprich die Regierung. Und sie wollte in der Anfangsphase auch die Südgrenze schützen. Es gab Einsatzbefehle und es gab Kräfteverlegungsbefehle. Und zwar massive Kräfteverlagerungen an die deutsche Südgrenze, um sie zuzumachen. Und dann gab es eine Besprechung im Bundeskanzleramt, wo die Vertreter des Bundesinnenministeriums gefragt worden sind, ob man denn schlimme Bilder an der Grenze verhindern könnte. Und das Bundesinnenministerium, die Vertreter haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das nicht möglich sei, das zu garantieren, weil wenn Tausende von Flüchtlingen in ein Land eindringen wollen und sie als Polizei die aufhalten sollen, dann dürfte jedem klar sein, dass das nicht immer nur mit "Bitte bleiben Sie stehen" zu bewältigen sein wird, sondern dass im Einzelfall selbstverständlich auch sogenannter unmittelbarer Zwang anzuwenden ist. Und das kann je nach Intensität dieser Zwangsanwendung natürlich auch zu unschönen Bildern führen. Und das war der Grund, warum die Bundeskanzlerin in einer einsamen Entscheidung entschieden hat, nein, dann machen wir die Grenze auf, respektive lassen sie offen. Wenn Sie mir nicht glauben, es gibt ein Buch von Robin Alexander, Die Getriebenen, da können Sie das alles en Detail nachlesen. Wer sich immer noch damit beschäftigt, Altparteien zu wählen, dem empfehle ich dieses Buch dringend. Weil eines wird an dem Vorgang klar, eine Regierung, deren eigenes Image ihr wichtiger ist als ihre Sicherheit, die verletzt ihren Amtseid. Denn die Regierung hat nicht Schaden vom deutschen Volk abgewendet, wie es der Amtseid eigentlich fordert, sondern sie hat dem deutschen Volk massiv Schaden zugefügt. Und eine Regierung, die so etwas tut, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein solches Verhalten, das nenne ich politisches Totalversagen, und dieses Totalversagen, das können Sie am 24.09., nämlich am Wahltag, entsprechend korrigieren. Der Malte hat schon angesprochen, es ist ganz klar bestätigt vom EuGH, dass Dublin 2 und 3, also wonach das Asylverfahren in dem Land durchzuführen ist, wo der Flüchtling das erste Mal sicheren Boden erreicht, dass diese Regeln auch in Ausnahmesituationen gelten. Und dann weist der EuGH noch darauf hin, dass es aber natürlich selbstverständlich ein sogenanntes Selbsteintretungsrecht eines jeden Landes gäbe. Und da muss ich Sie dann schon fragen, wozu haben wir dann die ganzen Regeln, wenn es sogenannte Selbsteintretungsrechte gibt für einzelne Staaten, sodass sowieso jeder Staat wieder machen kann, was er will. Nein, die Regelungen, die haben gegolten, man hat sich über diese Regelungen hinweggesetzt, und für Sie ist ja das Entscheidende, kann sowas nochmal passieren? Das ist doch die entscheidende Frage. Und da müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass die Bundeskanzlerin ganz klar sagt, dass sie eine Obergrenze ablehnt, dass die CDU und alle Parteien sagen, die CDU zumindest sagt, so etwas soll sich nicht wiederholen. Aber Sie kennen die Bedeutung des Wörtchens soll. Wenn Sie eine Obergrenze ablehnen, können Sie überhaupt gar nicht verhindern, dass sowas nochmal passiert. Und deshalb, wenn Sie wirklich effektiv verhindern wollen, dass das nicht nochmal vorkommt, und wir dann Deutschland wirklich nicht mehr wiedererkennen, dann haben Sie wirklich nur eine Möglichkeit, nämlich am 24.09. beide Stimmen der AfD zu geben. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, eins ist doch klar. Man hat jetzt den Familiennachzug für 390.000 Syrer beschlossen. Für 390.000. Und unser Bundesinnenminister, der rechnet pro Syrer mit einem Nachzug. Und da brauchen Sie ja nun wirklich nicht sonderlich belesen zu sein oder einen hohen Intelligenzgrad aufzuweisen, um erkennen zu können, dass das nicht funktionieren kann. Weil der arabische Raum und der afrikanische Raum ist ja nun nicht gerade für seine Kleinfamilien bekannt, um das mal so zu formulieren. Also wir werden dort, selbst bei konservativer, niedriger Schätzung, mit mindestens zwischen 1 und 1,5 Millionen zusätzlichen Menschen ab 2018 rechnen müssen, außerhalb jeglichen Flüchtlingskontingents. Die werden da nämlich nicht dazugezählt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer angesichts dieser Faktenlage immer noch nicht weiß, welche Stunde es geschlagen hat, dem ist eigentlich im Endeffekt irgendwie auch nicht mehr wirklich zu helfen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten, was das bedeutet, was das für unsere Gesellschaft bedeutet.
wie wir an den Rand unserer Leistungsfähigkeit gekommen sind und darüber hinaus mit nur 1 Million Menschen, offiziell sind es ja 890.000 gewesen letztes Jahr, und jetzt kommen nochmal 1 Million und bis zu 1,5 Millionen. Bedenken Sie bitte auch eines, dass diese Altparteien immer dafür sorgen, dass fleißig Menschen ohne Papiere in dieses Land kommen. Aber wenn es dann darum geht, diejenigen, die ausreisepflichtig sind, wieder aus dem Land herauszubringen, dorthin, wo sie hergekommen sind, dann versagen auch wieder alle Altparteien. Und auch hier wieder alle Altparteien, weil alle Altparteien nämlich an Länderregierungen beteiligt sind, auch die FDP, und diese Landesregierungen sind zuständig für die Abschiebungen. Und man hat natürlich erkannt, dass angesichts der Hunderttausenden, die eigentlich abgeschoben werden müssten, dass es einer nationalen Kraftanstrengung bedarf. Das hat sowohl die Kanzlerin betont, als auch der Herr Strobel, der Innenminister dieses Bundeslandes. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was aus der nationalen Kraftanstrengung geworden ist, dann ist das alles sehr ernüchternd, um nicht zu sagen enttäuschend. Die Abschiebezahlen sind nämlich im ersten Halbjahr 2017 massiv zurückgegangen. Das ist die Realität. Bei uns im Schwabenland hätte man sagen, viel geschwätzt, nichts da. Und genau so verhält es sich in diesem Bereich. Mir ist wichtig, dass Sie eins mitnehmen. Die AfD hat von Anfang an gesagt, Leute, wir können die Grenzen nicht aufmachen. Es werden potenzielle Terroristen einreisen und es werden potenziell auch eine nicht unerhebliche Anzahl Krimineller einreisen. Das hat sich jetzt alles bestätigt. Denn Fakt ist, beide Terroristen, die in Deutschland zugeschlagen haben, sind als Flüchtlinge in dieses Land eingereist. Und damit ist auch Fakt, hätte man von Anfang an die Politik, die die AfD vorgeschlagen hat, betrieben, dann hätten wir beide Terroranschläge in Deutschland in dieser Form nicht gehabt. Wir müssen feststellen, dass leider auch trotz ernsten Bemühens, das will ich den Altparteien gar nicht in Abrede stellen, aber trotz Bemühens nicht effektiv der Terror bekämpft wird, dass bei der Terrorbekämpfung versagt wird. Das können Sie ganz einfach feststellen. Wir haben ja eine hohe Terrorgefahr und es wurden ja Terrorpakete verabschiedet, nicht? Mehrere schon. Hat das irgendeine Auswirkung auf die Terrorgefahr gehabt? Ist die gesunken? Nein, ist sie nicht. Sie ist nach wie vor hoch, sehr hoch. Ein Hamburger Verfassungsschützer hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, wir haben die höchste Terrorwarnstufe, die nächsthöhere ist Bumm. Und trotz aller Terrorpakete hat sich diese Terrorlage nicht reduziert. Die Terrorgefahr ist nicht reduziert worden. Also zeigt das doch ganz klar, dass die Maßnahmen, die hier verabschiedet worden sind, ineffektiv sind. Und wenn Sie sich das mal anschauen, wie dann bestimmte Maßnahmen als der große Wurf gegen den Terror bezeichnet werden, denken Sie an die Fußfessel. Also eine Fußfessel, dass die keinen Terroranschlag verhindert, das muss doch jedem Menschen klar sein. Jedem objektiven Durchschnittsbetrachter ist das doch klar. Und wenn Sie sich den Fall Amri anschauen, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass 40 Behörden mit diesem Fall beschäftigt waren. 40 Behörden. Und die Gefährdungslage im Fall Amri, die hat sich wie folgt dargestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Noch im März 2016 waren die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden die folgenden. Der Verdächtige wirkt im gesamten Bundesgebiet offensiv bei anderen Personen darum, gemeinsam mit ihm islamistisch motivierte Anschläge zu begehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass A seine Anschlagsplanungen ausdauernd und langfristig verfolgen werde. Und trotzdem waren die Behörden nicht in der Lage, hier entsprechend effektive Maßnahmen zu ergreifen. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass das nicht die Schuld der Behörden ist, sondern dass es kein behördliches Versagen war, sondern ein politisches Versagen. Und warum, das werde ich Ihnen nachher dann gleich noch darstellen. Weil nämlich, wenn wir uns diese beiden Fälle mal anschauen, Hamburg und Berlin, die Täter mal anschauen, kann man da ein Muster erkennen. Beide sind in dieses Land eingereist als Flüchtlinge, obwohl uns jeder gesagt hat, Flüchtlinge und Terroristen? Nee, überhaupt nicht. Ich erinnere mich heute noch dran, dass ich im Auto unterwegs war, als 2015 die Tore aufgemacht worden sind und dann sogenannte Pseudo-Experten gefragt worden sind, Pseudo-Sicherheitsexperten gefragt worden sind, ob denn die Möglichkeit besteht, dass mit den Flüchtlingen auch Terroristen kommen. Die haben allen Ernstes, der eine hat damals allen Ernstes im Radio gesagt, nein, das sei völlig abwegig, das sei eine viel zu große Strecke über mehrere tausend Kilometer, ein viel zu großer logistischer Aufwand, wenn Terroristen kämen, dann über den Luftweg. Und jeder Mensch weiß ja, dass der Luftweg der beste, kontrollierteste Verkehrsweg überhaupt ist. Also insofern, man hat dort wirklich der Bevölkerung Sand in die Augen gestreut und im Endeffekt hat sich dann doch alles so bewahrheitet. Das Zweite ist,
Neben dem, dass Sie als Flüchtlinge eingereist sind, war die Tatsache, dass Sie beide als Gefährder oder Extremisten, islamistische Extremisten bekannt waren. Ist irgendwas passiert? Nein, gar nicht. Sie konnten sich weiterhin frei im Land bewegen und letzten Endes ihre Terroranschläge ausüben. Und zu guter Letzt, auch beide sollten abgeschoben werden. Aber bei beiden scheiterte es an nicht vorhandenen Papieren. Sie können also problemlos in dieses Land einreisen, ohne Papiere. Wenn Sie dann aber dieses Land wieder verlassen sollen, dann scheitert es genau an den fehlenden Papieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da bitte ich einen Freund klarer Worte. Auch das muss man als das benennen, was es ist. Das ist Irrsinn. Und trotz dieses Irrsinns und trotz der Folgen dieses Irrsinns, nämlich die Terroranschläge mit mehreren Toten in unserem Land, ist bis zum heutigen Tage kein einziger Politiker zurückgetreten. Es gab keine einzige personelle Konsequenz in diesem Bereich. Und das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein riesengroßer Skandal. Es stellt sich die Frage, warum wird denn der Terror nicht effektiv bekämpft? Und da müssen wir uns anschauen, was die maßgeblichen Protagonisten sagen. Wenn Sie unseren Bundesinnenminister anschauen, der hat tatsächlich gesagt, wir werden lernen, mit dem Terror zu leben oder leben zu müssen. Der Schulz, der Spitzenkandidat der SPD, hat gesagt, Terror sei ein Lebensrisiko des 21. Jahrhunderts. Und beiden sage ich, nein, wir werden weder mit der Terrorgefahr leben müssen, noch ist Terror ein Lebensrisiko des 21. Jahrhunderts. Wir als Bürgerinnen und Bürger, die davon betroffen sind, werden uns mit dieser Gefahr nicht abfinden, denn das ist im Vergleich zu anderen Dingen, wie, was weiß ich, Autounfälle oder sonstiges, was dann immer genannt wird, was ja dann auch viel mehr Autotote wie jetzt durch Terroranschläge. Aber das lässt sich nicht verhindern, so ein Autounfall, weil die Leute müssen fahren. Diese Terrorgefahr, das ist eine zusätzliche Gefahr, kein Naturereignis, das lässt sich bekämpfen und genau das wollen wir auch tun. Eine interessante Betrachtung ist die folgende. Wir hatten ja schon mal eine Terrorlage in Deutschland. Gerade geistert es immer überall durch, der deutsche Herbst 1977. Wie haben denn dort die Politiker drauf reagiert? Gab es da einen, der gesagt hat, oh, wir werden damit leben müssen? Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, damals gab es einen Bundeskanzler, Helmut Schmidt, der ganz klar in der Fernsehansprache an die deutsche Bevölkerung erstens es zur Chefsache gemacht hat und zweitens klar formuliert hat, dass die Terroristen zwar jetzt in Anbetracht dieser Scheinsiege einen vorübergehenden Triumph empfinden können, aber dass im Ergebnis wir als Staat und als Gesellschaft diesen Terrorismus mit aller Härte bekämpfen werden und dass wir diesen Kampf auch gewinnen werden. Und genau solche Art von Politiker brauchen wir auch heute wieder, wenn wir eine Chance haben wollen im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich kann es wirklich nicht mehr hören, wenn wie im Fall Amri der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der Herr Jäger, darauf verweist und sagt, ja, da habe man nicht mehr machen können, man sei an die Grenzen des Rechtsstaates gegangen, weil mehr habe das Recht einfach nicht hergegeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1977 haben sich die Politiker alle zusammengesetzt. Sie haben die Gefahr richtig bewertet, haben die Rechtslage daraufhin überprüft, ob sie zur Bekämpfung dieses Phänomens ausreicht, sind zu der Erkenntnis gelangt, nein, das tut sie nicht, und haben sich dann hingesetzt und Rechtsvorschriften modifiziert und auch neue Rechtsvorschriften geschaffen. Ich erinnere an die Notstandsgesetzgebung, die dann im Ergebnis eine effektive Bekämpfung dieser Terrorlage gewährleistet hat. Und genau das ist doch der springende Punkt. Damals gab es keinen einzigen, der gesagt hat, oh je, wir können da nichts ändern. Nein, die sind hingegangen und haben das gemacht, was Politik machen muss. Ein Problem erkennen, Lösungsoptionen abprüfen und dann das tun, was erforderlich ist, um das Problem zu lösen. Und Recht ist niemals unveränderlich. Recht, das wissen wir doch alle, muss sich natürlich den geltenden Umständen, den geltenden Problemen anpassen. Nicht wir Bürger sind für das Recht da, sondern das Recht ist für uns Bürger da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb muss da auch entsprechend was geändert werden. Eine Frage, deren Beantwortung ich Ihnen selbst überlasse. Woran liegt es denn, dass man vielleicht diesmal, sagen wir mal, resigniert von Seiten der Politik in Bezug auf den islamistischen Terrorismus oder vielleicht auch ja, fast schon kapituliert? Liegt es vielleicht daran, dass damals im heißen Herbst
die Ziele der Attentäter und der Terroristen die Politiker selbst waren und diesmal es Sie und ich sind. Ich will die Frage nicht beantworten, darf jeder für sich selbst tun, aber ich will Ihnen darstellen, was die AfD sagt, was jetzt getan werden muss, um diesen Terror effektiv zu bekämpfen. Das Erste, was wir brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, solange die Schengen-Außengrenze nicht funktioniert, müssen wir sofort unsere eigene Grenze schützen und den Personenverkehr in unser Land effektiv kontrollieren. Die Personen, die im Mittelmeer aufgegriffen werden, der Malte hat es vorher schon angesprochen, werden zurück nach Afrika gebracht. Dort werden unter Schirmherrschaft und Federführung des UNHCR sogenannte Asyl- und Schutzzentren aufgebaut. Und dort stellen die Personen ihren Asylantrag. Diese Personen erreichen überhaupt gar nicht mehr europäischen Boden. Und deshalb kann auch von einem Teil dieser Personen dann auch keine Gefahr mehr für unsere innere Sicherheit ausgehen. Wir müssen endlich konsequent abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber abschieben. Nicht nur in Sonntagsreden darüber sprechen, sondern das auch umsetzen. Die vorher genannte nationale Kraftanstrengung dann auch entsprechend so umsetzen, dass das spürbar und merkbar für uns ist. Und das fordern wir ganz dringend. Und in diesem Zusammenhang ist eines ganz wichtig, und jetzt geht es um Hassprediger und Gefährder, die müssen an allererster Stelle priorisiert abgeschoben werden, dort wo das nicht möglich ist. Da fordern wir übrigens auch sofort die Anwendung des 58a Aufenthaltsgesetzes, der Abschiebehaft, sofort. Da wird gar nicht mehr lange rumgemacht. Die stellen eine Terrorgefahr dar. 58a gibt das her, sie sofort in Abschiebehaft zu nehmen. Vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig jetzt in einer zweiten Entscheidung bereits bestätigt. Und deswegen ist es nicht nachvollziehbar, warum eine Vielzahl dieser Gefährder sich immer noch auf freiem Fuß befindet. Die AfD ist aber nicht so eingestellt, dass wir sagen, damit wäre das ganze Problem erledigt. Wir betrachten die Probleme immer nüchtern, differenzieren das sehr genau, und auch uns ist bewusst, dass es einen gewissen Anteil von Gefährdern und Hasspredigern gibt, die sie nicht abschieben können. Sei es, dass sie nur die deutsche Staatsangehörigkeit haben, also als Eingebürgerte nur die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sei es, dass andere Abschiebehindernisse vorliegen. Aber auch diese Leute dürfen sich trotzdem nicht frei in unserem Land bewegen. Wir müssen für all diese Leute, die wir nicht abschieben können, eine Rechtsgrundlage schaffen, wie wir ihnen langfristig die Freiheit entziehen, um ihren Aktionsradius auf null zu reduzieren. Es ist nicht hinnehmbar, dass diese Personen sich in unserem Land frei bewegen, dass sie eine Gefahr für ihr Leben und das ihrer Angehörigen darstellen und dieser Staat nicht in der Lage ist, dieser Gefahr effektiv zu begegnen. Wenn wir entsprechend denen Personen die Freiheit entziehen, dann besteht die Gefahr nicht mehr. Von jetzt auf nachher können sie nicht mehr agieren. Und dann wird immer vorgeworfen, ja, aber das verstoße gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz klar eine Aussage. Das Sicherheitsinteresse, Leib und Leben der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes hat oberste Priorität, ist nicht verhandelbar, und demgegenüber muss ein Freiheitsrecht eines erkannten und verifizierten Gefährders immer nachrangig sein. Im Übrigen wird dann auch immer mit der Unschuldsvermutung argumentiert, was mich jetzt als Laienjuristen immer stark irritiert. Also Unschuldsvermutung, das wird Ihnen jeder Jurastudent im ersten Semester sagen können, hat was mit Strafrecht zu tun, Strafprozessrecht. Dort ist in der Tat so, solange Sie einen nicht entsprechend verurteilt haben, gilt die Unschuldsvermutung. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden hier nicht von Strafe. Wir reden hier von Gefahrenabwehr, wir reden hier von Verwaltungsrecht. Das ist ein ganz anderes Rechtsgebiet. Wenn jemand, das haben wir doch heute schon, wenn eine psychisch kranke Person zum Beispiel eine Gefahr für andere darstellt, dann lassen wir die doch auch nicht draußen rumrennen und sagen, oh, die ist nie zu verurteilen, weil die nach 20 StGB nämlich schuldunfähig ist, deshalb gilt die Unschuldsvermutung und deshalb viel Spaß beim Austoben. Nein, da sagen wir zu Recht, halt stopp, die stellt eine Gefahr dar, die müssen wir, die Polizei, im ersten Schritt in Gewahrsam nehmen und dann wird sie natürlich der geschlossenen Unterbringung zugeführt. Das ist doch eine reine Selbstverständlichkeit und wir müssen endlich dafür sorgen, dass in der Politik, und das spreche ich Ihnen, wird die AfD auch tun, endlich wieder reine Selbstverständlichkeiten auch umgesetzt werden.
Ich möchte jetzt noch auf die Parallelgesellschaften hinweisen, weil, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja massiv sowieso schon Probleme mit Parallelgesellschaften in diesem Land gehabt. Ich werde da gleich was zitieren aus einem Bericht. Und durch diese Flüchtlingskrise, durch diese Migrationskrise, haben wir natürlich massiv Personen aus anderen Kulturen hier in unser Land gelassen, mit einem völlig anderen Rechts- und Gesellschaftsverständnis. Und dadurch, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir natürlich nicht nur den vorher genannten islamistischen Extremismus und Terrorismus importiert. Nein, wir haben auch arabischen Antisemitismus importiert. Wir haben auch importiert nationale und ethnische Konflikte. Schauen Sie mal in die Zeitung. Man hat ja gefühlt jeden zweiten Tag irgendwo eine größere Schlägerei zwischen irgendwelchen Nationalitäten und Ethnien. Wir haben auch importiert ein anderes Rechts- und Gesellschaftsverständnis, und das hat natürlich im Ergebnis jetzt zu einer Verschärfung der sowieso schon bestehenden Probleme mit den Parallelgesellschaften geführt. Und Parallelgesellschaften, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind ein riesengroßes Problem für unseren Staat, weil sie nämlich Werte und Ideologien in unserem Land etablieren, die in krassem Widerspruch zu unserer Werteordnung stehen. Sie lehnen dann im Ergebnis auch den Staat und unsere Rechtsordnung, unsere Werte ab. Und das führt im weiteren Verlauf zum Entstehen sogenannter No-Go-Areas. Und damit wir wissen, was eine No-Go-Area ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst. Man redet da immer locker drüber. Aber was heißt das eigentlich? Und es ist nicht so, wie die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft, die bei ihrer Wahl, im Wahlkampf gesagt hat, im Mai war ja Wahl, wo sie gesagt hat, nee, bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es keine No-Go-Areas, da gibt es kein Gebiet, wo die Polizei sich nicht reintraut. Also da gibt es einen Definitionsunterschied zwischen Frau Kraft, ihrer No-Go-Area, und dem, was wirklich eine No-Go-Area ist. Eine No-Go-Area, wo sich die Polizei nicht mehr reintrauen würde, das ist exterritoriales Gebiet. Da gibt es keine Staatsgewalt mehr, das wäre kein deutsches Staatsgebiet mehr. Nein, eine No-Go-Area, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Gebiet in einer Stadt, in einem Straßenzug, wo wir als normale Bürger, als unbescholtene Bürger nicht mehr frei und unbeschwert durchlaufen können, ohne mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Opfer einer Straftat oder einer Ordnungsstörung zu werden. Und wie das aussieht, das will ich Ihnen jetzt mal zitieren. Das ist aus einem ursprünglich als vertraulich eingestuften Bericht der Polizei Duisburg, der aber aufgrund des Inhalts, Sie werden gleich wissen, warum, natürlich seinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat und insofern jetzt auch öffentlich ist. Ich zitiere: Die Straße wird faktisch als eigenes Hoheitsgebiet angesehen. Außenstehende werden zusammengeschlagen, ausgeraubt und drangsaliert. Straftaten gehören zur Freizeitbeschäftigung. Am schlimmsten ist die Lage im bereits berühmt-berüchtigten Stadtteil Marxloh. Zwei libanesische Großfamilien sind hier tonangebend. Hinzu kommen kleinere Gruppen mit persönlichen Beziehungen zum Rockerclub Hells Angels. Die Großfamilien sind in der Lage, durch einen Telefonanruf kurzfristig mehrere hundert Personen zu mobilisieren, um Bürger oder Polizei einzuschüchtern. Neben Schlägereien fällt die Szene immer wieder durch Belästigung von Anwohnern und Geschäftsleuten, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen bis hin zu Schutzgelderpressungen auf. Einige haben sogar Totschlag auf dem Gewissen. Jetzt kommt ein ganz zentraler Satz. Seit über 2 Jahren führt ein spezieller polizeilicher Einsatztrupp verschärft Personenkontrollen in den Duisburger Brennpunkten durch, teils komplett ignoriert, teils aggressiv angegangen von den Straßengruppen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Realität in Deutschland 2017. Das sind No-Go-Areas. Solche No-Go-Areas darf es in Deutschland nicht geben. Und die AfD wird sie mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir die bekämpfen und entsprechend reduzieren. Diese No-Go-Areas sind optimaler Nährboden für den islamistischen Terrorismus. Und das ist nicht einfach nur eine Behauptung, sondern wenn wir uns mal anschauen, die Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, kurz WZB, das hat im Jahr 2013 untersucht, die Einstellung der Muslime in Europa. Und da kam raus, dass islamischer Fundamentalismus in Europa weit verbreitet ist. 2/3 der Muslime in Europa stellen das Recht ihrer Religion über das Recht des jeweiligen Landes. Wenn Sie sich anschauen, das Abstimmungsergebnis der Deutsch-Türken beim Erdogan-Referendum, da ging es um ein Referendum, das mit unserer, also die Hauptziele dieses Referendums sind mit unserer Werteordnung nun wirklich nicht vereinbar, und trotzdem hat die überwiegende Mehrheit der abstimmungsberechtigten Deutsch-Türken hier für dieses Referendum gestimmt. Wenn Sie sich anschauen, wie man eine Demonstration hinlegen wollte in Form von Demonstrationen, wo man sagen wollte, wir Muslime demonstrieren gegen den Terror. Da wollte man Großveranstaltungen mit mehreren 10.000 Leuten auf die Beine stellen. In Berlin, in Frankfurt am Main, in Köln. Wie viele sind nachher gekommen? Nicht mal 1.000, und über die Hälfte, meine sehr verehrten Damen und Herren, waren dann nicht mal Muslime. Begründet worden ist das damit, dass Ramadan gewesen sei,
kann man so formulieren. Das Erstaunliche ist nur Folgendes, und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn der Prophet beleidigt wird, wenn es darum geht, Erdogan zu unterstützen oder wenn es darum geht, Antisemitismus zu praktizieren und massiv gegen Israel zu agitieren, dann spielt Ramadan plötzlich keine Rolle mehr. Dann bekommen die Muslime Zehntausende auf die Straße, und das zeigt uns eins ganz klar. Wir haben mit einem nicht unerheblichen Teil der in Deutschland lebenden Muslime ein Problem. Und das darf man nicht verharmlosen und nicht relativieren, sondern man muss das Problem benennen. Letztes Beispiel noch, weil uns ja immer gesagt wird, ja, aber es gibt ja nicht den Islam, es gibt ja auch den liberalen Islam. Wissen Sie, mir ist ganz egal, was in irgendeinem Buch steht. Mich interessiert nur, wie sieht die Realität aus. Das ist das, was mich interessiert. Zahlen, Daten, Fakten, nicht die Interpretation von irgendwas, sondern wie sieht es aus. Und da gab es oder gibt es eine Anwältin in Berlin, die Sayran Attes, die wollte eine oder hat eine liberale Moschee eröffnet. Da gab es keine Geschlechtertrennung, da konnten auch Homosexuelle in den Gottesdienst, da hat man auch andere Religionen zugelassen. Was ist das Ergebnis? Alle Autoritäten, alle islamischen Autoritäten, egal aus welcher Islamrichtung, im Nahen Osten haben glasklar zu verstehen gegeben, dass das nichts mit dem Islam zu tun habe. Die türkische Religionsbehörde hat ganz klar zu verstehen gegeben, dass das nicht islamisch ist, was dort praktiziert wird. Diese Frau lebt jetzt mit 24 Stunden Personenschutz, weil sie massiv Todesdrohungen erhalten hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Realität in Deutschland. Es gibt in Deutschland diesen liberalen Islam, zumindest nicht in der Breite, wie er uns immer dargestellt wird. Und das gehört auch zur Wahrheit und muss deshalb auch klar ausgesprochen werden. Die Probleme liegen auf der Hand. Wir haben natürlich die Scharia auch in diesem Bereich, die über der deutschen Rechtsprechung steht. Sogenannte Friedensrichter sollen dort bzw. sorgen dort dafür, dass Recht gesprochen wird. Und für Sie interessant zu wissen, wer der erste Politiker war von Rang, der gefordert hat, dass man die Friedensrichter zur Entlastung der deutschen Polizei und Justiz auch in Deutschland einsetzen soll. Das war nämlich 2012 der rheinland-pfälzische Justizminister Jochen Hartloff von der SPD. Der ist natürlich ganz schnell wieder zurückgerudert nach öffentlichem Druck, aber für Sie ist doch wichtig, wie diese Menschen denken. Verstehen Sie, der war Justizminister, der hätte eigentlich unsere Rechtsordnung verteidigen müssen, und genau von dem kommt ein solcher Vorschlag, und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, dürfen wir sowas nie vergessen. Das Problem Kinderehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss ich auch kurz ansprechen. Durch diese Politik der offenen Tore sind natürlich über 1400 Kinderehen hier bekannt geworden. Die Dunkelziffer möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und das, was wir wissen, sind die über 360 Kinderehen, wo die Mädchen unter 14 Jahre sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier Klarheit der Begriffe. Das ist keine Kinderehe. In Deutschland gibt es dafür einen speziellen Begriff, und der nennt sich Kindesmissbrauch. Und wissen Sie, das Schlimme ist ja nicht, dass da Menschen, wenn in deren Kulturkreisen das so ist, dann will ich das mal nicht grundsätzlich verurteilen. Es ist eine andere Kultur. Die Kritik steht mir grundsätzlich nicht zu. Wenn die dann zu uns kommen und das mit unserer Rechtsordnung nicht kompatibel ist, dann sage ich, woher sollen sie es denn wissen? Sie sind es ja anders gewohnt. Aber wissen Sie, was der Skandal ist? Dass ich mich dann in Deutschland mit gewählten Parlamentariern der SPD und der Grünen, denken Sie an die Frau Özoguz, die ja jetzt so durch die Presse ging, ernsthaft darüber auseinandersetzen muss, ob solche Kinderehen generell verboten gehören. Dass dann gewählte Parlamentarier sagen, nein, wir dürfen Kinderehen nicht generell verbieten, weil das im Einzelfall ein Nachteil für das Mädchen oder die kleine Frau sein kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wieder Klartext von mir, solche Leute gehören nicht in ein deutsches Parlament. Dann ist mir der Fall Köln noch ganz wichtig. Sie erinnern sich alle, die Übergriffe, 1205 Gesamtstrafanzeigen, 509 mit sexuellem Hintergrund. Ich will deshalb diesen Fall für Sie thematisieren, weil das eben eine Zäsur war für unseren Rechtsstaat, weil das wirklich ein in der Auswirkung nicht unterschätzt werden kann. Und ich will Ihnen erklären, warum. In Köln, Sie erinnern sich noch dran, ein Mob von 1000 überwiegend Flüchtlingen hat dort entsprechend Frauen über einen sehr langen Zeitraum malträtiert. Die Polizei, die vor Ort war, konnte diesen Frauen nicht helfen, obwohl diese Frauen um Hilfe gebeten haben. Wissen Sie, wenn Sie jetzt mit mir durch Weinheim laufen und jetzt mag uns einer nicht und der haut uns eine aufs Auge,
dann sind wir zwar Opfer einer Straftat, aber wir werden die Polizei rufen, die Polizei wird kommen, dann wird sie nach dem Täter fahnden, sie wird ihn vielleicht fangen. Wenn es arg weh tut, kommt der Notarzt oder der Rettungsdienst und versorgt uns. Sie haben also, obwohl sie Opfer einer Straftat geworden sind, immer noch das Gefühl, der Staat an sich funktioniert. Und das war bei den Frauen in Köln anders. Die sind massiv angegangen worden, in unvorstellbarer Weise, Massenvergewaltigungen. Und sie haben sich hilfesuchend an die fortanwesenden Polizeikräfte gewandt und die haben gesagt, sorry, wir sind zu wenige, wir können nichts machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schlimmer traumatisiert können sie nicht mehr werden. Und jetzt hat man ihnen allen erzählt, und diese Botschaft nehmen Sie bitte mit nach Hause, man hat ihnen allen erzählt, die Polizei sei zu schwach gewesen, sie habe da nicht reagieren können, richtig? Und jetzt sage ich Ihnen als Polizeibeamter mit 26 Jahren, jetzt bei 27-jähriger Berufserfahrung, dass ich persönlich das nicht nachvollziehen kann. Denn alle die schwierigen Lagen, in denen ich war, meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann mal passieren, dass Sie kurzfristig zu wenig sind, dann müssen Sie sich kurz taktisch zurückziehen. Aber dann wird Verstärkung angefordert und dann kommt alles, was laufen, fahren und fliegen kann. Zur Not auch fliegen. Ich weiß, wovon ich rede. Die Bundespolizei hat auch die Möglichkeit, Luftverlastung von Kräften durchzuführen. Und wenn dann die politische Vorgabe stimmt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann bewältigen Sie die Lage auch, weil die Verstärkung recht zügig eintrifft. Und in Köln, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist genau das nicht passiert. Und für den einen oder anderen, das hat politische Gründe. Dort ist zwar nie eine Anordnung rausgekommen, dass man gesagt hat, ihr dürft nicht gegen bestimmte Personen vorgehen, aber es war ihnen doch klar, dass man bei Personen mit Migrationshintergrund offensichtlich andere Maßstäbe anlegt. Und für den Fall, dass Sie mir immer noch nicht glauben, lassen Sie uns doch mal folgendes Gedankenexperiment durchspielen. Stellen wir uns einfach mal vor, das wären nicht 1000 Flüchtlinge gewesen, stellen wir uns mal vor, das wären 1000 Rocker gewesen oder es wären 1000 Hooligans gewesen. Glaubt denn einer von Ihnen in diesem Saal, dass dort keine Verstärkung angefordert worden wäre? Glaubt denn einer von Ihnen in diesem Saal, dass die Polizei gesagt hätte, Entschuldigung, wir sind zu wenig? Glaubt denn einer in diesem Saal, dass der Abschlussbericht der Polizei am nächsten Tag gelautet hätte, überwiegend störungsfrei? Glaubt denn einer, dass es 4 Tage gedauert hätte, bis ein solcher Sachverhalt medial aufbereitet worden wäre? Die rhetorischen Fragen können wir alle mit Nein beantworten und deshalb müssen wir in einem Ergebnis feststellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was in Köln an diesem Silvesterabend passiert ist, war kein polizeiliches, das war ganz klar ein politisches Versagen. Und wenn Sie sich dann anschauen, wie die Politiker, welche Tipps sie uns gegeben haben, was wir jetzt tun, vor allem die Frauen jetzt tun sollen, damit da das nicht mehr vorkommt, eine Armlänge Abstand. Die Frauen sollen nicht mehr alleine raus, die Frauen sollen sich nicht mehr so offenherzig anziehen, um nicht falsche Signale zu senden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie, was mich an solchen Ratschlägen am meisten gestört hat? Wo waren denn all die Feministinnen? Wo waren denn alle die Gewerkschaften? Wo waren denn alle die Kirchen? Wo waren denn alle die Verbände, als es darum ging, für die Rechte der Frauen in diesem Fall einzutreten? Sie haben sich nicht geäußert und sie haben sich nur aus einem Grund nicht geäußert, weil die Täter Flüchtlinge waren. Und ich sage Ihnen, die Rechte unserer Frauen und Kinder sind nicht verhandelbar und da darf es auch keinen Flüchtlingsbonus geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es wird ja dann teilweise behauptet, ja, das wäre alles gar nicht so schlimm gewesen. Deutsche seien ja auch Vergewaltiger und würden ja auch solche Kriminalitätsphänomene entsprechend an den Tag legen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn so jemand nochmal kommt, dann sagen Sie dem zukünftig, es gab da im Jahr 2000 meine Love Parade in Berlin. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern im Hochsommer. 1 Million Menschen auf dichtestem Raum. Im Hochsommer nicht gerade das, was man züchtig angezogen nennen würde. Also man könnte auch anders formulieren, sexuelle Signale, wohin man geschaut hat. 1 Million Menschen. Und im Abschlussbericht, und der hat damals noch gestimmt, stand drin, so gut wie keine Störungen. Das ist die Realität. Wir haben früher wesentlich sicherer gelebt und im Ergebnis leben wir jetzt wesentlich unsicherer. Und die Hauptursache liegt in dieser Migrationspolitik ab 2015, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen müssen wir jetzt endlich klare Kante zeigen gegen den politischen Islam. Wir müssen jetzt endlich
jedem klar machen, dass das unser Land ist, dass in unserem Land unsere Regeln gelten und wer nicht bereit ist, an diese Regeln sich zu halten, meine sehr verehrten Damen und Herren, der hat ganz einfach dieses Land wieder zu verlassen. Ganz kurz noch ein paar Zahlen zur Flüchtlingskriminalität und lassen Sie mich zwei Vorbemerkungen machen, bevor ich jetzt ein paar Zahlen bringe. Uns wurde immer vorgeworfen, wir seien Rassisten, wir seien Fremdenfeinde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Menschen, die in unser Land gekommen sind, seit Jahrzehnten schon, die die Chancen dieses Landes erkannt haben, die in ihre Hände gespuckt haben, die mit eigener Hände Arbeit sich etwas aufgebaut haben, die sich hier vollumfänglich integriert haben, die sich und ihre Kinder zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft gemacht haben, gegen die hat keiner was und bei denen sind wir froh, dass sie hier sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn ich Ihnen jetzt gleich ein paar Zahlen nenne, dann können Sie daran sehr gut erkennen, dass das nicht ganz zu dem passt, was gestern im ZDF dann versucht worden ist, für ein Bild aufzubauen im Hinblick auf die Sicherheitslage. Wenn ich jetzt die Zahlen nenne, dann heißt das auch nicht, dass alle Flüchtlinge kriminell sind. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mehrheit der Flüchtlinge ist es nicht. Aber wenn wir die Sicherheitslage in Deutschland wirklich differenziert, aber ehrlich beschreiben wollen, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir mit einem nicht unerheblichen Teil der ab 2015 in unser Land geströmten Menschen ein erhebliches Sicherheitsproblem haben. Und belegen werde ich es Ihnen jetzt an den Zahlen. Sie haben gestern vielleicht die 8,6% gesehen in dieser ZDF-Diskussion. Das ist schon richtig. Der Anteil der Tatverdächtigen, also der Zuwanderer, der Flüchtlinge an den Gesamttatverdächtigen, beträgt nur 8,6%. Aber Sie müssen diese Zahl natürlich immer in Relation setzen, weil das bringt Ihnen ja sonst nichts. Und wenn Sie das in Relation setzen zum Anteil an der Wohnbevölkerung, da beträgt der Anteil nur 1,5%. Und dann sehen Sie schon ganz schnell, dass Sie das mit dem Faktor 6 multiplizieren müssen, um dann auf die Kriminalitätsbelastung zu kommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, also das ist schon ein Riesenunterschied zur deutschen Kriminalitätsbelastung. Ich will Ihnen noch ein paar glasklare Zahlen nennen, nämlich wenn es darum geht, zu bewerten, ob die tatverdächtigen Belastungsziffer, das ist die Ziffer, wo man sich anschaut, wie viele von einer bestimmten Gruppe aus 100.000 sind denn Tatverdächtige. Ja, Sie wissen ja, es gibt so und so viele Deutsche, so und so viele Straftaten, das können Sie auf 100.000 umrechnen und dann wissen Sie, so und so viel pro 100.000 begehen Straftaten. Und das können Sie mit jeder Gruppe machen. Und wenn Sie das auf die Flüchtlinge beziehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann haben wir dort eine verheerende Kriminalitätsbelastung. Und zwar insbesondere in den Deliktsbereichen, die die innere Sicherheit besonders berühren, wie zum Beispiel im Bereich Tötungsdelikte, wie zum Beispiel im Bereich schwere Sexualdelikte, wie zum Beispiel im Bereich Gewaltdelikte, Raubdelikte. Dort haben Sie eine Kriminalitätsbelastung, wenn Sie die tatverdächtigen Belastungsziffer zugrunde legen, von zwischen 12 bis 16-fach. Das heißt, die Kriminalitätsrate ist dort um das 12- bis 16-fache höher wie bei der deutschen Vergleichsgruppe. Und wie man das jetzt noch schönreden kann und wie man das jetzt noch relativieren kann, das kann ich offen gestanden nicht mehr nachvollziehen. Wir haben ein massives Problem mit der Kriminalitätsbelastung dieser Flüchtlinge und wir müssen uns wirklich intensiv darum kümmern. Im Übrigen wird das ja auch nicht mal mehr vom Innenministerium Baden-Württemberg zum Beispiel bestritten. Die haben ganz klar auch die Anstiege bei der tatverdächtigen Belastungs-, beim Anteil der Tatverdächtigen entsprechend, was die Zuwanderer betrifft, angesprochen und haben dann auch gleich Begründungen dafür parat gehabt. Nämlich erstens bedeutet ein Mehr an Menschen auch ein Mehr an Straftaten. Das ist lustig, weil genau deswegen hat die AfD gegen die Grenzöffnung plädiert. Und zweitens habe man ja überwiegend junge Männer reingelassen und junge Männer seien eben überdurchschnittlich kriminalitätsbelastet. Auch richtig, aber auch deshalb lustig, weil auch genau deshalb die AfD gesagt hat, dass wir eben die Grenzen nicht aufmachen sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen, wenn wir diese Krise bewältigen wollen, auch was die Flüchtlingskriminalität angeht, eine ganz andere Herangehensweise, weil das bisherige Prozedere, womit wir Erfolg erzielt hatten, führt dort nicht zum Erfolg. Sie brauchen bei einem Flüchtling, der aus einem anderen Land kommt, wo die Polizei viel brachialer auf Rechtsbruch reagiert, den brauchen Sie nicht mit erzieherischen Maßnahmen kommen. Sie brauchen auch einen Flüchtling, der gar kein Geld hat, mit einer Geldstrafe kommen. Das wird nicht zum Ziele führen. Wer nichts zu verlieren hat, dem können Sie nicht damit drohen, dass er, wenn er so weitermacht, was verliert. Er hat nichts zu verlieren. Das heißt, hier müssen
völlig neue Regularien gefunden werden zwischen Zusammenarbeit Polizei und Justiz, um hier entsprechend diese Kriminalitätsphänomene in den Griff zu bekommen. Wir brauchen also wesentlich härtere Vorschriften und Maßnahmen, und dort muss insbesondere die Freiheitsentziehung wesentlich früher greifen, weil wenn Sie sich das mal anschauen, was die Realität ist, wenn ein Flüchtling entsprechend einen Diebstahl begeht, dann kommt er raus, dann wird die Identität festgestellt und sonst nichts. Dann geht er wieder raus, eine Stunde später wieder. Die Extremformen, die Intensivtäter in diesem Bereich, die machen es genauso. Und der deutsche Staat ist wehrlos. Der deutsche Staat, die Polizei stellt immer nur die Identität fest, Identität fest, Identität fest. Und das war's. Das kann so nicht weitergehen. Und deshalb sagen wir, wer in unser Land kommt und ein Asylverfahren stellt, das Asylverfahren, das prüfen wir. Aber wer dabei gegen deutsches Strafrecht verstößt, der hat sofort seinen Anspruch auf Asyl verwirkt und der hat sofort abgeschoben zu werden, dort, wo er herkommt. Wer unsere Regeln nicht akzeptiert, meine sehr verehrten Damen und Herren, der muss dieses Land wieder verlassen. Gut. Ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten, ein bisschen das noch abkürzen. Wir müssen auf jeden Fall unseren Rechtsstaat wieder offensiv verteidigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie sich anschauen, was die Altparteien im Bereich des Personalabbaus bei der Polizei alles gemacht haben, jetzt im Wahlkampf sagen sie alle, ja, wir brauchen mehr Personal, verschweigen aber, dass sie die letzten Jahrzehnte massiv Personal abgebaut haben. Und dann ist das einfach total unglaubwürdig von diesen Altparteien. Wenn wir nicht unseren Rechtsstaat verteidigen, dann kapituliert er auf der ganzen Linie. Wir haben Vorfälle in letzter Zeit, die das eindeutig belegen. Wenn Sie sich in Berlin den Görlitzer Park anschauen, das ist de facto ein rechtsfreier Raum. Da haben Sie eine komplette No-Go-Area. In Naumburg in Sachsen-Anhalt gab es den Vorfall, dass sich zwei Kollegen auf die Wache zurückziehen mussten, weil ein Syrer kontrolliert worden ist, der dann ganz schnell Unterstützung dabei telefoniert hat. Und das Neue an dem Fall war eben, dass dann die 30-köpfige syrische Gruppe auf die Polizeiwache verlegt hat und dann dort noch weitergemacht hat und dort randaliert hat, dort die Ehefrau des Schichtführers bedroht hat, beziehungsweise dem Schichtführer gesagt hat, ich weiß, wo du wohnst, ich schicke meine Leute zu deiner Adresse, dann wird deine Frau ihres Lebens nicht mehr froh. Und die Kollegen sind auch bedroht worden mit, wir schießen jedem Polizisten eine Kugel in den Kopf. Die Kollegen haben dann richtig reagiert oder wollten richtig reagieren, haben eine Gewahrsamnahme durchführen wollen. Bei uns entscheidet Gott sei Dank nach dem Grundgesetz direkt nur der Richter über Freiheitsentziehungen, und der zuständige Richter hat aber dann keinen Grund für eine Gewahrsamnahme gesehen. Und dieser Fall zeigt Ihnen ganz klar, dass auch die Justiz, ein Teil der Justiz, viele arbeiten hervorragend, aber auch ein Teil der Justiz ist ein Teil des Problems, um das wir uns kümmern müssen. Wir müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die innere Sicherheit endlich wieder zur obersten Priorität machen, und zwar nicht nur im Reden, sondern auch im Handeln. Die Polizei braucht eine ganz klare Vorgabe von Seiten der Politik, robustes Vorgehen überall dort, wo wir es mit entsprechenden Kriminellen zu tun haben, bei denen ein solches Vorgehen nur zum Erfolg führt. Wir brauchen vor allem eine klare Vorgabe der Nulltoleranz. Wir haben es jahrzehntelang jetzt versucht mit Deeskalation. Das ist in weiten Teilen einfach gescheitert. Wir müssen jetzt einen anderen Weg beschreiten. Und die Nulltoleranz, meine sehr verehrten Damen und Herren, die geht zurück auf die sogenannte Broken Windows Theorie aus den 70er Jahren. Und Soziologe in den USA hat sich in den 70er Jahren angeschaut, wie denn ehemals wirklich gutbürgerliche Viertel plötzlich zu Slums geworden sind. Und der hat eben jetzt ganz verkürzt dargestellt, festgestellt, wenn eine Scheibe eingeschlagen wird und sie machen da nichts dagegen, das bleibt sanktionsfrei, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn in Kürze eine weitere Scheibe eingeschlagen wird, eine weitere Scheibe, es dann zu Graffiti kommt, zu weiteren Straftaten, in der Folge kommen dann auch Straftäter in das Viertel und so rutschen dann die Viertel langsam ab. Und deshalb hat er damals gesagt, wenn man das verhindern will, dann muss man auch auf Ordnungsstörungen bereits so reagieren, dass sie eine nachhaltige Sanktionswirkung entfalten, sodass der Täter weiß, das darf ich hier nicht tun, wenn ich es tue, werde ich bestraft. Und dass diese Nulltoleranzstrategie auch funktioniert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das haben wir in New York gesehen. New York war Anfang der 90er Jahre wirklich ein absoluter Hotspot, was die weltweiten Millionenstädte anging. Und dann gab es Mitte der 90er einen neuen Bürgermeister, Herrn Giuliani, den werden Sie alle noch kennen, Krisenmanager 2001 bei den Anschlägen am World Trade Center. Und der hat Mitte der 90er beschlossen, diese Nulltoleranzstrategie anzuwenden. Der hat die Polizei um ein Drittel aufgestockt und hat dann die Nulltoleranzstrategie vorgegeben. Und New York ist innerhalb weniger Jahre
zu einer der sichersten Millionenstädte auf der ganzen Welt geworden. Also das, was wir Ihnen anbieten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht blanke Theorie. Das ist alles in der Praxis schon so umgesetzt. Und von daher können Sie sich auch darauf verlassen, dass wenn wir dann irgendwann mal die Entscheidungen treffen, dass das dann auch so entsprechend vorgegeben wird. Und das, was die Amerikaner schaffen, mit ihren Kriminalitätsformen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das schaffen wir dann in Deutschland auf alle Fälle auch. Ich will zu den Schlussbemerkungen kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Polizei wieder Chef auf der Straße wird. Diese Videos, die wir da sehen, wo 3, 4, 5, 6 Kollegen an einem Unbewaffneten ewig rumzerren und einfach nichts passiert, das ist nicht zielführend. Respekt, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man nicht einfordern als Polizei. Respekt muss man sich erarbeiten. Respekt erlangt man nur, indem man entsprechend entschlossen handelt, sodass die Gegenseite merkt, oh hoppla, mit denen können wir es nicht machen. Und jetzt haben wir ja Wahlkampf und alle Altparteien versprechen Ihnen wirklich das Blaue vom Himmel, was Sie jetzt tun wollen, um die innere Sicherheitslage zu verbessern. Ich war in der Podiumsdiskussion, ich war wirklich, mich jetzt fast vom Stuhl gehauen. Da war die Frage, sind Sie für Videoüberwachung im öffentlichen Raum? Können Sie sich vorstellen, dass alle Altparteien gesagt haben, ja, alle. Der Vertreter der SPD, der Vertreter der FDP, der Vertreter der Linken. Ich bin da gesessen, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Also, bitte, denken Sie an eines. Wenn Sie das, was Sie im Leben vor Enttäuschungen bewahrt, das bewahrt Sie auch bei Parteien vor Enttäuschungen. Wenn Sie nach dem Grundsatzverfahren nicht an Ihren Worten sollst du sie bemessen, sondern nach ihren Taten, dann werden Sie feststellen, dass alle Altparteien, alle, entweder in der Bundesregierung oder in Landesregierungen beteiligt sind, dass all das, was Sie Ihnen jetzt versprechen, was Sie umsetzen wollen, Sie schon lange hätten umsetzen können und dass deswegen im Ergebnis all das, was jetzt hier versprochen wird, höchstgradig unglaubwürdig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine zentrale Botschaft, die bitte ich Sie mit nach Hause zu nehmen und ich hoffe, dass mir das heute gelungen ist mit meinem Vortrag. Wenn Sie in Veränderungen in diesem Land bewirken wollen, dann kommt es auf den politischen Willen an. Und deshalb bedarf es nach meiner festen Überzeugung einer völlig neuen Klasse an Politikern in unserem Land. Wir brauchen Politiker, die nicht nur fachkompetent, sondern die integer, die aufrecht, die geradlinig und die vor allem auch entschlossen sind, diese Zustände in diesem Land zum Positiven zu ändern, die im Zentrum ihres Handelns ihre eigenen Kinder und Enkel und damit das Wohl ihres Landes im Blick haben und deshalb eben auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und der Malte hat es vorher schon angesprochen, die finden Sie eben nur in der AfD. Wir alle sind aus der Mitte der Gesellschaft. Wir kennen die Probleme nicht von irgendeinem Lagebericht vom grünen Tisch. Nein, wir erleben sie jeden Tag hautnah und deshalb sind wir auch befähigt, diese Probleme entsprechend effektiv zu lösen. Und zum Thema Entschlossenheit, da kann bei uns AfD-Politikern nicht wirklich ein Fragezeichen dahinter stehen. Das kann nicht wirklich in Frage gestellt werden. Das, was wir jetzt im Wahlkampf nahezu täglich ertragen müssen von diesen Leuten, die Sie vorher draußen gesehen haben, was im Extremfall auch in Körperverletzungen und Schlimmerem gipfelt, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer trotz eines solchen gesellschaftlichen Gegenwindes sich trotzdem in die erste Reihe nach vorne stellt und Verbesserungen für dieses Land weiterhin vertritt, der zeigt ein Höchstmaß an Entschlossenheit und Charakter. Und deshalb haben Sie einen ganz zentralen Unterschied zwischen Politikern der AfD und zwischen Politikern der Altparteien. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Sie können auch, das steht Ihnen frei, am 24.09. eine andere Partei wählen. Sie können auch Altparteien wählen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden irgendwann Rechenschaft ablegen müssen. Gegenüber Ihren Kindern, gegenüber Ihren Enkeln. Und zwar über Ihr politisches und gesellschaftliches Vermächtnis. Und Sie werden, keiner von Ihnen wird sagen können, dass er es nicht gewusst hat. All das, was ich Ihnen heute Abend hier dargestellt habe, all das, was der Malte Kaufmann angesprochen hat, ist alles locker im Internet recherchierbar. Wirklich ganz locker. Wir alle entscheiden über die Zukunft unseres Landes an diesem 24.09. Und ich, ist vorher schon angesprochen worden, ist sogar schon zitiert worden, aber ich sage das trotzdem zum Schluss, ich will alles tun, damit, wenn mein Sohn mich später mal fragt, Vater, was hast du denn gemacht, damit es vernünftig
oder eben nicht vernünftig geworden ist, will ich ihm guten und reinen Gewissens sagen können: Sohn, ich habe alles gemacht, was demokratisch möglich war, um dir eine sichere, bessere und lebenswerte Zukunft zu gewährleisten. Dafür stehe ich, dafür steht die AfD, steht auch der Malte Kaufmann und alle anderen von der AfD. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir auch das, was wir uns vorgenommen haben, mit aller Kraft und Energie verfolgen. Und es kann nur lauten im Ergebnis, wem die Zukunft seines Landes, wem das Wohl seiner Kinder und seiner Enkel wirklich am Herzen liegt, der muss am 24.09. mit beiden Stimmen die AfD wählen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.